So, hallo YouTube, willkommen zurück im Knast, in meinem kleinen Staatsgefängnis, im Knast, in was weiß ich, wie auch immer wir es nennen sollen. Ja, wir haben wieder ein bisschen umgebaut, weitergebaut, ausgebaut, etc., etc. Hier oben wird gerade die Heizung umverlegt, also wir steuern hier auf den Winter zu, befinden uns ab aktuell im Herbst und die Leute beschweren sich dann doch ein bisschen, dass es kalt ist um die Nase. Das müssen wir natürlich dann hier mal ändern, genauso dass auch hier Warmwasser in der Dusche ankommt. Ich sehe aber gerade hier hinten kommt kein Warmwasser an dem Heizkörper. Da müssen wir gerade mal schauen, wieso das so ist. Schickt das hier das letzte Zipfelchen nicht mehr, um den noch zu befüllen. Das kommt nicht bis hier vorne hin, das Warmwasser. Okay, das ist natürlich etwas doof, hätte ich fast gesagt. Wir können mal eins versuchen, ob wir das überlistet bekommen. Wenn wir hier noch ein Stück dran setzen, na, schauen wir mal. Hier habe ich mir jetzt überlegt, weil die Häftlinge das Bedürfnis äußern, von Luxusgütern, dass wir hier jetzt mal das Geschäft hinbauen. Wir haben aktuell hier vier Stück, die nicht Kapazität für psychisch Kranke. Okay, wo ich gestern aufgehört habe, hatten wir vier Stück, die nicht zugeordnet werden konnten auf Zellen. Genau, hier, die verfügbaren Zellen sind so hochwertig für diesen Häftling. So, das heißt für mich eigentlich im Umkehrschluss, ich muss sehen, dass ich hier jetzt ein paar einfache, günstige Zellen ohne großen Schnickschnack hinbaue. So würde ich das zumindest verstehen. Und das Ganze, dann haben wir hier natürlich ein bisschen fehlgeplant. Oder machen wir das hier unten hin? Ach, genauso habe ich gestern noch gesehen, dass ich hier bei der Planung auch einen Fehler gemacht habe. Ich habe ja hier quasi Wände geplant. Das ist ja Quatsch. Die können wir löschen. Wir hätten hier einfach nur Routen planen müssen, sozusagen. Weil das sind die Gänge, die man dann einzeichnet. Das sieht nämlich dann so aus. Und dann weiß man, okay, da hätte ich gerne einen Gang von 3 Metern und da. Und dann auch hier runter, ein Gang von 3 Meter. Oh, das waren 4 Meter. So. Dann kann man das nämlich viel besser das Größenverhältnis abschätzen. So, wenn wir jetzt hergehen, ich würde nämlich dann jetzt versuchen und würde die einfachen Zellen hier unten hinsetzen. Weil da behindert das unsere Planung bisher oder unsere bisherige Planung noch nicht so. Und dann, oh, das sieht man aber schlecht, die Wegeplanung. Oder ist die jetzt wieder weg? Ist die wieder weggegangen? Ne, da ist sie, aber man sieht sie schlecht, das muss man ganz ehrlich sagen. Also selbst ich sehe sie hier schlecht, ihr werdet sie wahrscheinlich auf dem Video noch viel schlechter sehen. So, dann machen wir nämlich hier mal fünf ganz einfache Zellen hin. Die brauchen natürlich einen Wasseranschluss, damit die Jungs auf Toilette gehen können. Das heißt, wir haben hier hinten eine dicke Leitung liegen. Dann müssen wir die nochmal anzapfen. Gehen wir am besten, weil oben hatten wir auch das Problem, dass hinten der Wasserdruck nicht mehr ankam. Dann gehen wir doch bis hierhin am besten mal mit der dicken Leitung. Das verbinden wir darunter und legen dann von hier aus weiter kleine Rohre. So. Das Rohr wartet auch noch darauf, gebaut zu werden. Ja, wie ihr seht, wir haben immer noch einen negativen täglichen Cashflow, das heißt, wir müssen unbedingt sehen, dass wir jetzt hier langsam die Kurve bekommen. Oh, die zwei hier unten haben auch kein Wasser, die Toiletten. Die Toiletten, ja, die Zellen.
Da müssen wir also auch noch kleines Rohr ziehen. Dann verbinden wir das mit dem und auch mit dem. Dann bildet sich hier ein Kreislauf. Dann haben wir auf jeden Fall genug Wasser. Genauso gibt es hier noch keine Böden drinne. Die müssen wir noch reinmachen. Also ich bin der Meinung, wenn schon Gummizelle, dann auch richtig. Dann auch mit Gummiboden. Ansonsten macht das Ganze ja keinen Spaß. Und ein Lämpchen noch setzen. Also ich kann immer nur wiederholen, auch wenn das Spiel schon alt ist, das Grundspiel schon alt ist. Ich habe es jetzt erst für mich entdeckt. Es macht richtig Laune. Mir bringt es richtig Spaß. So, und der möchte gerne gute Hygiene, Spiritualität, Literatur. Ja, das wäre noch so ein Ding. Ich würde noch drüber nachdenken wollen, eine Kapelle zu bauen, weil das ist noch so ein Punkt, den relativ viele hier ansprechen. Oh, hier ist ein Polaroid. Was uns auch immer das sagen soll. Nichts Gutes, nehme ich an. Ja, und wo wir auf jeden Fall auch dran arbeiten müssten, große Mengen an Schmuggelware gefunden. Also wir sollten vielleicht auch jetzt mal hergehen, die schlafen jetzt alle noch eine Stunde und sollten mal eine Razzia machen. In allen Bereichen. Und sollten, oh, das ist schon wieder die falsche Taste. Und sollten dann auch langsam anfangen und hier Sicherheitssysteme installieren. Sprich, hier gibt es ja diese Scanner, bevor es in den Block reingeht. Den müssen wir natürlich jetzt finden. Mal gucken, wie könnte das Ding denn heißen? Scanner, okay, die haben wir noch gar nicht freigeschaltet, weil wir benötigen Überwachung. Überwachung, das kostet 2000. Oh, das wird natürlich im Moment recht schwierig, um ehrlich zu sein, das umzusetzen, weil die finanziellen Mittel sind leider gering. Drücken wir es mal so aus. Ich musste gestern schon, das habe ich glaube im Video gar nicht mehr gezeigt, sondern nur im Livestream, hier unten Anteile verkaufen von meinem Gefängnis. Also ich besitze nur noch 50% vom Gefängnis, um nochmal Geldmittel loszueisen, hätte ich was gesagt. Ja, es laufen diverse Programme schon, die kosten halt auch Geld, aber ich denke, die bringen auf lange Zeit, bringen die uns was, weil die Personal einsparen, weil wir dann Häftlinge an die Arbeit bringen können. Die Regeln etc. kann man natürlich hier bearbeiten, die Bedürfnisse, hier sieht man, die haben jetzt alle Hygienebedürfnis, gut, die schlafen noch, gleich ist Duschenszeit. Wärmebedürfnis ist etwas nach unten gegangen, Personalbedürfnisse sind soweit gut, bis auf Essen, da habe ich gestern auch noch dran rumgedoktert, was ich aber noch nicht so richtig verstanden habe, weil wir haben bei Logistik die Verpflegung eingeschaltet und alle, wie soll ich sagen, alle Blöcke von den Häftlingen gehen hier auf die Kantine. Und das hier unten sollte der Essensbereich für die Angestellten sein. Jetzt weiß ich aber nicht, ob wir da auch noch so einen Serviertisch hinbauen müssen. Oder warum der kein Essen bringt. Wir können jetzt auch das hier nach hier oben ziehen. Dann verschwindet aber der gelbe Pfeil nach hier. Dann arbeitet die Küche quasi für da. Also das habe ich noch nicht so richtig durchschaut, womit das zusammenhängt. So, wir haben noch nicht mal die Hälfte, haben schon ein Messer gefunden. Drogen gefunden, Gift gefunden, Getränke gefunden. Gut, Getränke finde ich jetzt nicht so schlimm. Schnaps hergestellt. Ja, also es wird eine Menge Einzelhaft geben jetzt, gehe ich von aus. Immer noch ist keine Zelle belegt. Gut, hier oben durchsuchen sie jetzt die leerstehenden Zellen, das ist natürlich Quatsch. Das hätten wir uns sparen können. Ja, hier hinten kommt das Warmwasser nicht an. Das ist jetzt so ein Punkt, der stört mich ein bisschen.
Dann sollten wir vielleicht überlegen, da wir eh nicht alles abgedeckt bekommen mit warmem Wasser, ob wir hier hinten dann noch mal einen Warmwasserboiler hinsetzen am Ende vom Gang. Zu wenig Kapital. Okay, ich bin schon wieder kurz vor Pleite und finito. In 2 Stunden kommen noch mal 4 Häftlinge. 4 mit normaler Sicherheitsstufe, die bringen uns 2000 Geld mit, 2000 Dollar mit. Handy gefunden im Spülkasten. Den hier haben sie gar nicht erst rausgelassen, so wie ich das sehe. Der hat eine Eisensäge dabei, also es ist schon. So, hier hat schon wieder einer den Abfluss kaputt gemacht, deswegen läuft jetzt Wasser raus. Ja, also in so einem Gefängnis wird es definitiv nicht langweilig, das kann ich euch sagen. Wenn auch ihr das Spiel haben wollt, jetzt muss ich kurz überlegen, bevor ich jetzt Blödsinn erzähle. Also aktuell ist es bei Games Planet im Angebot, aber ich glaube, solange bis das Video hier erscheint, läuft das Angebot nicht mehr. Ja, müsstet ihr mal schauen, kann ich euch gerade nicht sagen. So, Küche. Was ist denn, wenn wir jetzt hier noch ein Stück Küche dran setzen, um das Personal mit Essen zu versorgen? Also müssten wir hier jetzt eigentlich auch noch Boden hinmachen. Ach, wir haben kein Geld mehr, wir sind schon wieder im Minus. So, 6 Häftlinge gründlich durchsucht, 6 Häftlinge eingesperrt in Einzelhaft. Das mögen die natürlich nicht, das ist klar. Hier ist noch gar keiner eingesperrt. Also er hier, das scheint ein ganz böser Bube zu sein. Der sitzt mehr in Einzelhaft, wie dass der in irgendeiner Art und Weise. Ach, das ist ein Spitzel. Okay, dann haben sie deswegen den vielleicht öfters in Einzelhaft. Okay. Das ist ein Spitzel. So, in einer 10 Minuten kommen die neuen Häftlinge an. Ja, wir haben hier noch zwei Sachen laufen. Einmal den für psychisch kranke Häftlinge. Nehmen Sie 10 psychisch kranke Häftlinge auf. Aktuell, weiß ich jetzt gar nicht, haben wir 7. Das heißt, 3 würden uns noch fehlen, dass wir das erreichen. Dann müssten wir noch einen zweiten Psychiater einstellen. Was habe ich jetzt gemacht? Okay, das ist die 4 Jungs, die jetzt reinkommen. Ja. Die Razzia läuft immer noch. So, nochmal einen Schluck Kaffee trinken. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was hat er hier für eine Aufgabe. Der ist verärgert. Essen und Wärme sind seine Bedürfnisse. Was hat der hier alles in der Hand? Ach so, das ist jetzt alles für den Laden oben, hier in dem großen Block. Also meine Idee war jetzt, ich habe mir auch noch verschiedene Fotos angeschaut, wie andere Leute so quasi das Ganze aufgebaut haben. Meine Idee ist jetzt, den äußeren Ring mit Zellen zu belegen, dass man zum Beispiel auch Fenster reinmachen kann, dass die glücklich sind, wenn sie mal rausgucken können. Und in dem inneren Bereich dann jeweils Versorgung und alles, was benötigt wird, einzubauen. Und das ist so der Gedanke dahinter, den ich habe, was diese Sache angeht. So, wir können hier mal die Planung noch fortschreiten lassen mit der Route. Das wäre dann diese, ebenfalls 3 Meter. Also ich möchte die Gänge gern etwas breiter machen, damit wir der Gefahr aus dem Weg gehen. Abbrechen.
Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, dass man das so schlecht sieht. Also damit wir der Gefahr aus dem Weg gehen, dass wir irgendwann mal Stau auf den Gängen bekommen und die sich deswegen dann anfangen zu prügeln und zu machen und zu tun, weil das würde dann auch nicht funktionieren. Oder beziehungsweise dann haben wir auf einmal wieder Riesenprobleme. So, jetzt haben wir 27 und bald würden wieder 3, 4 Häftlinge kommen. Das heißt, wir müssen jetzt die Einlieferung verändern. Weil ansonsten haben wir eine Überbelegung. Also machen wir das jetzt so, dass wir nur so machen wir das, dass wir nur noch auffüllen bis voll quasi. So, die Dusche sieht jedes Mal aus wie Sau, wenn die hier duschen waren. Im Moment ist Arbeit Freizeit und der geht duschen. Blicke ich nicht so richtig durch, bin ich ehrlich. Naja, egal, es wird schon alles seine Richtigkeit haben in irgendeiner Art und Weise. Ja, Razzia läuft immer noch gut. Die durchsuchen noch hier oben die letzten leeren Zellen. Hier unten sind sie fertig. Ja, da oben werden sie nichts mehr finden, also Schnaps hergestellt, Getränke, Drogen, Handy, zwei Sägen, Zigaretten, Gift und Messer. Ja, wir müssen auf jeden Fall was dafür tun, dass hier die Schmuggelware nicht rein und rauskommt so einfach. Das wäre noch wichtig. So, der tägliche Cashflow hat sich aber verbessert, dadurch, dass wir noch Insassen bekommen haben. Besserungsprogramme kosten uns halt 950, aber ja, ich bin der Meinung, dass das so richtig ist. Wenn wir jetzt den Laden oben fertig haben, dann werden wir auch den. Wir können auch hier vielleicht nochmal das Gehalt kürzen. Dann werden wir auch wieder Geld dazu verdienen, weil das ja dann auch Umsatz generiert, ist der Laden. Insgesamt stehen wir eigentlich ganz gut da, finde ich. Also dafür, dass wir erst hier, ja, wie soll ich sagen, neu angefangen ist falsch. Also dafür, dass wir erst ein kleines Gefängnis haben mit 30 Insassen, finde ich, stehen wir gut da. Oder noch nicht mal 27 Insassen haben wir. Dass man am Anfang hier kein Vermögen verdient, das ist ganz klar. Aber dafür habe ich auch bei null angefangen. Das Interessante ist, man kann ja hier, das habe ich gestern gelesen, in diesem, man kann ja auch das Gefängnis verkaufen. Also Anteile verkaufen, um Geld zu generieren und das Gefängnis verkaufen, wenn man nachher sagt, okay, ich habe das soweit ausgebaut, hier läuft alles, ich habe keine Lust mehr, ich will neu anfangen, dann kann ich das Gefängnis verkaufen und bekomme den Gefängniswert, also bekomme dann eine neue Karte und bekomme da den Gefängniswert mit als Startkapital dabei. Das finde ich persönlich eine sehr gute Idee, das ist cool umgesetzt. Oh, haben wir hier jetzt wahrhaftig einen, der jetzt hier eingezogen ist? Aha. Ja, 6 Tage ohne Vorfall und dann darf er anscheinend hier in eine schöne Zelle. Der Trish, okay. Mal gucken, schauen wir uns den mal gerade mal näher an, weil die Zuteilung der Zellen ist mir teilweise auch noch ein Rätsel. Oh, 13 Jahre Haft wegen Hehlerei. Rückfallwahrscheinlichkeit 2%. Okay, also der scheint wirklich ein Grundausbildung, Erfolgschance ist natürlich sehr gering. Wir gehen in der Küche zweimal fehlgeschlagen. Grundausbildung fehlgeschlagen. Ja, er scheint nicht 6 Tage in ihrem Gefängnis. Das scheint nicht der hellste Stern am Himmel zu sein. Sagen wir es mal so ganz vorsichtig. So, 2 Grad und immer noch Winter. Achso, was ich euch noch zeigen wollte, man kann jetzt hier natürlich auch die Raumtemperatur sich ansehen und wenn man guckt, also diese. Wie viele Heizkörper habe ich jetzt hier? 1, 2, 3, 4 und der funktioniert ja nicht.
machen schon den ganzen Block hier relativ gut warm, wobei das hier auch an der Außenwand dann direkt verschwindet. Also rein theoretisch müsste man sogar direkt in die Zellen die Heizkörper bauen, aber das sehe ich noch gar nicht ein. Die können ruhig ein bisschen frieren. Auch hier unten habe ich soweit alles warm, gut bis auf das Büro vom Chef. Wer braucht das schon? Das ist auch noch nicht warm, weil ich hier natürlich ständig auch noch am Umbauen und Verbessern bin des Ganzen. So, wir sind in einem täglich positiven Cashflow mittlerweile wieder. Das gefällt mir sehr gut. Das freut mich. Ja, und sobald wir dann hier. Jetzt haben wir natürlich einige an. Nee, er ist schon wieder hier einquartiert. Er hatte früher mal eine Zelle da unten. Hier haben wir zwei Stück. Die sind in Einzelhaft wegen Drogenbesitz und Waffenbesitz. So, und die ganzen hier haben keine Zelle, weil die Zellen zu hochwertig sind. Okay. Das heißt aber auf jeden Fall, wir müssen uns darum kümmern, A, dass wir auch ja, billige Einsteigerzellen bekommen, sage ich jetzt mal ganz blöd, und B, dass wir die Jungs auch dann hier über dieses Menü, das war dann bei, jetzt muss ich gerade schauen, Programme, Transfers. Genau, hier stehen dann die Häftlinge, die gerne eine Stufe runter wollen, um dann halt auch entsprechend bessere Zellen zu bekommen und so. So. Die kann ich nicht, also hier ist keiner und den kann ich nicht genehmigen, warum auch immer, das weiß ich nicht genau. So. Hier haben wir noch Besserung durch Bildung am Laufen. 20 Schultische habe ich noch nicht. 10 Häftlinge die Grundausbildung, ein Häftling die Allgemeinbildung. Tja, die Schulbildung, die Schulausbildung läuft eh noch nicht so dolle, warne, super. Deswegen ist das auch noch so ein kleines Problem in Anführungsstrichen, aber wir werden das schon in den Griff bekommen. Also YouTube, ich würde sagen, ich baue hier noch ein bisschen weiter. Ich bin wie immer im Livestream auf Twitch. Da dürft ihr mich auch sehr gerne besuchen, wenn es euch bei mir gefällt. Auch gerne ein Follow da lassen. Genauso natürlich auch bei YouTube gerne ein Däumchen da lassen. Einen netten Kommentar schreiben. Oder aber auch, wenn ihr mögt, einen negativen, aber vielleicht angebrachte konstruktive Kritik, damit ich auch weiß, was ich besser machen kann. Ich freue mich über jede Kommunikation mit euch, egal auf welchem Weg. Ich nehme euch wieder dazu hier in dem Let's Play, sobald das hier die nächsten Schritte vollzogen sind. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, YouTube, sage ich Tschüss und Ciao.